Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Dienstagabend. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, wir waren für Sie mal wieder in Zeitz unterwegs, denn hier fand der alljährliche Frühlingsmarkt statt. Und neben so allerlei Gärtnereiangeboten war dieses Mal auch ein Sensenmann mit vor Ort. Ja, ich habe mich mit ihm getroffen. Mit knapp 20 Grad war das Frühlingsfeeling am Sonntag perfekt. Zahlreiche Elsterstädter genossen die warmen Sonnenstrahlen und schlenderten über den Frühlingsmarkt im Schlosspark Moritzburg. Neben den kulinarischen Genüssen gab es auch viel zu erleben. Viele Stände luden zum Verweilen ein. So unter anderem auch der von Klaus Hofmann. Der Ostthüringer ist gelernter Sensenlehrer und er stellte an diesem Tag sein Handwerk den neugierigen Zeitzern vor. Sensenlehrer, wie kommt man dazu, Sensenlehrer zu werden? Ich habe schon immer oder schon als junger Mensch angefangen mit Mähen. Und als ich dann altershalber in der Lage war, mich mehr damit zu beschäftigen, war ich in Österreich und habe eine Ausbildung zum Sensenlehrer gemacht. Ich bin zertifizierter Sensenlehrer des Sensenvereines Österreich. Das Mähen mit der Sense war ursprünglich das Mähen von Getreide. Anfangs war es ja mühevoll, da der Mäher mit einer kleinen Sichel gearbeitet hat. Er war den ganzen Tag in gebückter Haltung, hat mit der einen Hand das Getreide zusammengefasst und hat es abgeschnitten. Es war sehr mühsam, er war unten, hat nicht viel fertig gebracht und hat irgendwann sich mal jemand Gedanken gemacht, wie könnte man das verbessern. Der Mäher hatte jetzt zwei Geräte. Das, was er früher mit der linken Hand gemacht hat, hat er jetzt mit einem Mahthaken gemacht. Und die Sichel war mehr oder weniger an einen längeren Stiel angebracht und nannte sich jetzt Sichte. So hat man mit der linken Hand und dem Mahthaken das Getreide eingekreist und hat mit der rechten Hand das Getreide zunächst noch abgeschlagen. Es war zu dem Zeitpunkt noch kein richtiges Mähen. Er hatte Holzschuhe an, weil das eine etwas gefährliche Situation war. Und es war leichter, das Mähen. Er war nicht mehr so weit unten. Und er hat auch mehr schaffen können am Tag. Bei uns hier in unserer Gegend waren Sichten nicht üblich. Sichten waren üblich in der Rheingegend Richtung Frankreich. Das ist hier auch nur eine Nachbildung, aber es ist soweit detailgetreu gemacht. Es ist ein grober Keil, ein großer Ring, damit der Mäher draußen am Feld, wenn mal was war, auch mal hier mit dem Stein das wieder befestigen konnte. Er hatte ja weder eine Werkzeugkiste noch einen Computer mit. Er hat das alles mit dem gemacht, was er hatte. In unserer Region war gleich die lange Sense verbreitet. Nun muss man ja aber auch zu dieser Gerätschaft gekommen sein. Wie sind die Bauern damals, oder ja, doch, mehr oder weniger waren es ja dann nur Bauern, zu diesen ersten, wir bleiben bei Sensen, gekommen? Sensenschmiede sind aus den Schwertschmieden hervorgegangen. Ihre Fähigkeiten hart, scharf, haben sie hier mit eingebracht. Ne? Die Bearbeitung und die Zusammensetzung des Materials war ja wichtig. In dem Moment, in dem es nun lange Sensen gab, bestand auch die Möglichkeit, Gras zu mähen und somit für die Tiere einen Futtervorrat anzulegen. Wofür sind jetzt diese Sensen da? Diese Sensen sind Grassensen. Hier habe ich eine Sense, das ist die längste Sense, die geschmiedet wird. Das Blatt hat eine Länge von 1,35 Meter. Ja. Ist aber eigentlich doch relativ sehr unhandlich dann, oder? Das ist mehr eine Wettkampfsense. Wer den ganzen Tag arbeitet, wird nicht mit einer Sense von 1,35 Meter arbeiten. Eben. Da reicht auch eine mit einem Meter. Mhm. Ne? Das ist der kürzeste Sensenbaum, den wir anbieten. Hier steht Jonas drauf, das ist die Sense von meinem Enkelsohn, der geht in die erste Klasse. Der mäht seit vorigem Jahr. Ne? Ich kann die Griffe verstellen und kann das der Körpergröße anpassen.
Okay. Ich selbst benutze Größe 3 und die ist für meine Körpergröße eingerichtet, dass ich im Prinzip aufrecht stehen kann beim Mähen. Man sieht ja heute viele Mäher, die in so einer gebückten Haltung arbeiten. Das ist einfach, die Sensenbäume sind zu kurz, die sind noch vom Opa und so. Und unsere Sensenbäume sind eben, wie ich schon gesagt habe, verstellbar. Und wir können das dort richtig auf die Körpergröße einrichten. Deswegen habe ich auch hier diesen Halbkreis gelegt. Das ist im Prinzip Größe 1 bis Größe 5, diese 5 Sensen. Ja. Ne? Die sind dann produziert worden oder hergestellt worden, da kommen wir dann nochmal dazu. Es muss ja, was in Benutzung ist, muss da auch wieder mal scharf gemacht werden. Das machen Sie dann auch? Oder das macht eigentlich jeder, der zu Hause... Nicht jeder, der Sensen mähen kann, kann auch dengeln. Früher hat es einfach dazu gehört, aber es gibt heute nicht wenige, die sich die Sensen dengeln lassen. Ne? Viele versuchen auch mit einem Winkelschleifer oder sonstigen Sensen scharf zu machen. Ja. Das funktioniert aber nicht oder nur bedingt, weil durch das Dengeln wird das Material zusammengeschlagen, dadurch härter, dünner und dadurch schnittig. Und mit dem Schleifen wird es ja nicht verfestigt. Ne? Und das ist der Mangel daran. Beim Dengeln kommt es auf die Technik an. Und Klaus Hofmann kennt sich dabei aus. Er gibt Kurse im Dengeln. In knapp 4 Stunden kann sich jeder Interessierte in so einem Kurs sich die nötigen Kenntnisse aneignen. Mit leichten, gleichmäßigen Schlägen wird das Material ausgetrieben. Wie in jedem Handwerk braucht es Zeit und Geduld, damit die Sense am Ende wieder kräftig schneiden kann. Ich denke den nächsten Gang ran, dann wird es geklettet und dann geht es weiter bis zur Spitze der Sense. Und in der Regel ist mit einem Arbeitsgang das nicht abgeschlossen. Das können 2 oder auch 3 Arbeitsgänge werden, bis die Sense richtig scharf ist. In der Regel hat diese Aufgabe auf dem Hof der Großvater übernommen, so Klaus Hofmann. Die jungen Männer, die haben gemäht und abends oder am nächsten Früh, wenn es rausging, wieder zum Heumähen, waren die Sensen scharf. Sie kennen das? Oh ja, ich habe noch mit der Hand gemacht. Und das dann auch selber wieder scharf gemacht? Wollte ich gerne mal sehen, wie das richtig gemacht wird. Also wenn Sie es jahrelang gemacht haben, gehe ich doch mal davon aus. Ich weiß es ja nicht, ob ich es richtig gemacht habe. So, jetzt haben Sie ja zugeschaut und sind Sie der Meinung, dass Sie es richtig gemacht haben? Ich denke doch, ne? Bevor man sich dem Mähen widmet, muss die Sense noch kurz gewetzt werden. Wir zeigen im Prinzip das Wetzen so, hinten relativ gerade, vorn etwas schräg, mehr nach unten als nach vorn. Und so wetzen wir die Sense 2-mal durch, damit wir jede Stelle erreicht haben. Und jetzt kann das Mähen beginnen. Dabei ist eine Sense nicht gleich eine Sense. Es gibt große Unterschiede im Material und in der Verarbeitung. Die besten Sensen kommen aus Österreich. Das ist einfach so, weil die über Jahrhunderte sich damit beschäftigt haben und die Sache verfeinert haben. Und weil es einfach bei Sensen nicht geht, dass man aus jedem beliebigen Material was herstellt, was dann auch funktioniert. Ich nehme maximal 5 bis 6 Leute zu einem Kurs zusammen. Mir geht es darum, dass die Leute was lernen. Und ich will nicht jetzt hier 10, 12 Leute, wie das manchmal ist, durchziehen. Dann mache ich lieber da 2 Kurse draus, ich habe Zeit. Und für mich ist wichtig, dass die Leute bei mir was lernen und dass die das positiv weitertragen, als dass sie sagen, gut, das war ja so eine Massenabfertigung. Ich habe schon was mitgekriegt, aber ich habe mir mehr darunter vorgestellt. Wer sich nun für das Sensen oder das Dengeln interessiert, der kann sich bei Klaus Hofmann melden und einen solchen Kurs belegen. In 4 Stunden können Sie so das richtige Dengeln oder das richtige Mähen mit der Sense erlernen.
Bevor wir uns jetzt hier weiter im Schlosspark umschauen, kommen wir jetzt erst einmal zu unseren Nachrichten, was so in der vergangenen Woche so los war, hier bei uns im Burgenlandkreis. Hier unsere Kurzmeldung, wie immer, kurz und kompakt. Schnelles Internet für 700 Haushalte und Betriebe in den Lützener Ortsteilen Delitz, Groß-Göhren, Klein-Göhren, Lösau, Pürsten, Puserna und Rippach. Das ist das Ziel einer Vereinbarung zwischen der Deutschen Telekom und Bürgermeister Dirk Könnecke. Geplant ist, Glasfaserleitungen neu zu verlegen und neue Schaltverteiler aufzubauen oder bestehende Schaltverteiler zu erweitern. Durch die eingesetzte Technik sollen Geschwindigkeiten im Download von bis zu 100 Megabit und im Upload bis zu 40 Megabit pro Sekunde realisiert werden können. Die Bauarbeiten sollen noch in der ersten Jahreshälfte beginnen. Die Anschlüsse mit den neuen Geschwindigkeiten sollen den Kunden im vierten Quartal zur Verfügung stehen. Wie das Ausbaugebiet aber endgültig aussieht, ist unter anderem von den Leerrohrkapazitäten und dem erreichbaren Kundenpotenzial abhängig. Außerdem muss für Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit pro Sekunde die neue Vectoring-Technik in den Verteilerkästen eingesetzt werden. Voraussetzung ist, dass ausschließlich ein Telekommunikationsanbieter einen Verteilerkasten und die daran angeschlossenen Kunden betreuen kann. Die Bundesnetzagentur muss für jeden Verteilerkasten ihre Zustimmung geben. Ende 2016 wird sich zeigen, wie viele der anvisierten 700 Haushalte und Betriebe die neue VDSL-Technik werden nutzen können. Handball mit Gästen aus dem Norden stand am 2. April in der Halle des HC Burgenland in Plotha auf dem Plan. Auf dem Parkett traf die zweite Herrenmannschaft des HC auf die Mannen der SG Arbus Dessau. Letztere auf den hinteren Plätzen der Verbandsliga und um den Klassenerhalt kämpfend. Die HC-Spieler um Coach Marcel Kilz befinden sich im Mittelfeld der Tabelle. Energisch ging es somit zur Sache. Dessau muss, um in der Klasse bleiben zu können, mindestens 4 der verbliebenen 5 Spiele dieser Saison für sich entscheiden. So wirklich glauben tun die Dessauer daran wohl selbst nicht, wenn man die Einschätzungen auf der eigenen Homepage liest. Dort ist von Wunder die Rede. Dennoch gingen sie energisch an den Start und führten zu Beginn der Partie mit leichtem Vorsprung. Vielleicht war es doch zu viel Energie, denn die Schiedsrichter vergaben nicht wenige 2 Minuten Strafen. Arbus legte sich sehr ins Zeug, doch in Unterzahl erreicht man solche Ziele in der Regel nicht. Für den HC wurde es so ein wenig leichter, das eine oder andere Mal das Runde im Eckigen unterzubringen. Allerdings schenkten auch sie den Gästen Freiwürfe. Es sollte also ein harter Kampf um den Sieg werden. Sieht man sich die Tore an, kann man sagen, dass beide Mannschaften relativ ebenbürtig sind. Weder den Gastgebern noch den Gästen gelang es, den Vorsprung signifikant auszubauen. In der ersten Halbzeit übernahmen die Burgenländer allerdings das Zepter. Sie führten zum Pausenpfiff und entschieden die Partie mit 28:25 für sich. SG Arbus Dessau benötigt nun also 4 Siege in 4 Spielen. Vielleicht gibt es ja ein Wunder. Die Damen des UHC nahmen sich wohl ein Beispiel an den Herren. An Vorbildwirkung mangelt es bei den Ersten in der Bundesliga diesbezüglich nicht. Die Männermannschaft dominierte am Samstag ein weiteres Mal in Kaufering und blieb mit 18:2 in dieser Bundesliga-Saison ungeschlagen. Ganz so läuft es bei den Damen noch nicht. Von 9 Spielen konnten sie bisher nur 2 für sich entscheiden, wenngleich die Torverhältnisse auch bei den Niederlagen knapper ausgefallen waren. Doch das muss nicht so bleiben. Zwischen den Osterfeiertagen absolvierten sie einen Trainingstag, um auf die Begegnung mit den Dümtener Füchsinnen möglichst gut vorbereitet zu sein. Es ging um den Finaleinzug und um die Chance, eine Best-of-Three-Serie für sich entscheiden zu können. Die Begegnung 2 Wochen zuvor entschieden die Weißenfelserinnen mit 9:1 für sich. Dieses Spiel wurde in den letzten Trainings- und Theorieeinheiten von den Trainern Jarmo Eskelinen und Heikki Käsmä ausgewertet, um gut vorbereitet und hochmotiviert zu sein. Ein Sieg am Samstag hätte zudem auch einen freien Sonntag nach sich gezogen. Ob das die entscheidenden Dinge waren, wer weiß. Wissen tut man nach den 60 Minuten, dass die UHC-Frauen ähnlich hohe Tordifferenzen herausarbeiten können wie die Männer. Mit 16:2
war der Einzug ins Finale mehr als deutlich gesichert. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Kolberner Wurstspezialitäten bietet qualitativ hochwertige hausschlachtende Produkte. Durch eigenhergestellte Rezepturen wurde eine Marke entwickelt, die sich durch Qualität, Geschmack und Individualität auszeichnet. Generell wird bei der Herstellung auf Geschmacksverstärker verzichtet. Kolberner Wurstspezialitäten finden Sie in Zeitz in der Schützenstraße und in Rassberg, im EKZ Schöne Aussicht in Leisling und in Gera Langenberg. Kolberner Wurstspezialitäten, denn ohne Wurst und Speck hat das Leben keinen Zweck. Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sicheres Wohnen. Diese vier Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut. Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg. Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos: Wohlfühlen und sicher wohnen. Auch heute haben wir wieder im Kalender gestöbert und ein paar interessante Termine und Tipps für Ihre Freizeitgestaltung herausgesucht. Ja, und das Ganze sehen Sie jetzt in unseren Veranstaltungstipps. An einer schokoladigen Exkursion der Extraklasse können Sie am Samstag, den 9. April, im Landesweingut Kloster Pforta teilnehmen. Nehmen Sie teil an einem kleinen Rundgang durch den romantisch in Kerzenschein gehüllten Weinkeller mit historischem Weinarchiv. Und genießen Sie anschließend ein Feuerwerk des Geschmacks von 5 ausgesuchten Weinen und erlesenen Schokoladen. Ein Schokolatier entführt Sie in die hohe Kunst der Konfiserie mit frisch von Hand hergestellten Schöpfschokoladen, Konfitüren und Trüffeln. Die Theatergruppe Carambolage zieht am Samstag, den 9. April, in den Zeitzer Klinkerhallen alle komödiantischen Register in dem Stück Arsen und Spitzenhäubchen von Josef Kesselring. Hier schon mal Auszüge aus dem Rezept. Man nehme ein Glas Holunderwein, gespickt mit Arsen, Strychnin und nur einer Prise Cyanid. Fügen Sie 2 liebenswerte Tanten, Abby und Martha Brewster, hinzu, plus den Neffen Teddy, der denkt, dass er Präsident Teddy Roosevelt ist. Nicht zu vergessen die leiblichen Überreste von 12 ehrwürdigen alten Herren, die durch den Trunk von ihrem Leid, der Einsamkeit, erlöst und Gott näher gebracht wurden. Und so weiter und so fort. Es folgen Entwicklungen und verzwickte Verwicklungen. Das Ganze ergibt Lachkrämpfe bei der perfekten Kriminalkomödie. Na dann, zum Wohl. Beginn ist um 18 Uhr. Am Samstag, den 9. April, geht es bei der 5. Dreusiger Oldie-Nacht so richtig rund. Ab 20 Uhr heizt Ihnen im Dreusiger Schützenhaus die Pangea Beatles Revival Band aus Prag so richtig ein. Kartenvorverkauf im Gemeindebüro Dreusig, Markt 6b, zu den Öffnungszeiten oder im Schützhaus, Telefon 0172 59 5872. Die 21. UNICEF-Gala verspricht am Samstag, den 10. April, im Theater Zeitz im Kapitol
wieder ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm mit viel Musik, Gesang, Schauspiel und Ballett. Dazu tragen unter anderem der Kinderchor der Evangelischen Kirchengemeinde Zeitz, die Band der Kreismusikschule Anna Magdalena Bach, das Gitarrenorchester Seitenwechsel der Musikschule Klangkiste sowie der Gospelchor Celebrate bei. Freuen Sie sich auch auf den Auftritt der Zeitzer Ballettschule und auf den Gesang von Hubert Reimann. Die Moderation der Gala liegt in bewährter Weise wieder in den Händen von Gisela Reimann, die ebenfalls mit ihrer behinderten Theatergruppe Handicap das Anliegen von UNICEF unterstützt. In diesem Jahr soll mit den Spenden den Kindern in Syrien geholfen werden. Beginn ist um 16 Uhr. Seelenbeben. Das neue Album von Andrea Berg erscheint am 8. April. Andrea Berg hat mit Seelenbeben das vielleicht persönlichste Album ihrer großen und einzigartigen Karriere geschaffen. Authentizität, Echtheit und Liebe bestimmen die 14 Songs. Und Sie haben am Samstag, den 9. April, die Gelegenheit, die beliebte Künstlerin bei einer Autogrammstunde live zu erleben. Denn sie landet, genauer gesagt mit dem Helikopter um 14.30 Uhr, auf dem Parkplatz vom Einkaufszentrum Schöne Aussicht in Leisling. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Hallo liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, dies ist ein Aufruf an alle, die 1981 die Schule im ehemaligen Kreis Weißenfels beendet haben. Am 10. September diesen Jahres findet im Clubhaus der Stadt Weißenfels ein großes Jahrgangstreffen statt, zu dem ich euch recht herzlich einladen möchte. Diejenigen von euch, die auf der EOS waren, haben natürlich 1983 die Schule beendet und sind auch ganz herzlich eingeladen. Alle Informationen hierzu findet ihr auf dieser Webseite. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Nun zum Sport. Am Samstag wurde auf dem Sportplatz in Zürbau eine Kreismeisterschaft in der Leichtathletik durchgeführt. Meine beiden Kollegen Steffen Barfuß und Michael Turm haben sich mit der Kamera dazu auf den Weg gemacht. Wenn man von den Olympischen Spielen absieht, dann dominieren Sportarten, bei denen Bälle in verschiedenen Größen während des Laufens bewegt werden. Laufen geht aber auch ohne Ball, wie am 2. April am Sportplatz Zorbau Gerstewitz. Wir haben gemeinsam mit dem Sportverein SV Blau-Weiß Zorbau als SFG Nellschütz versucht, eine Veranstaltungsart mal wieder zu beleben, die seit vielen, vielen Jahren hier nicht mehr in der Region durchgeführt wurde. Das sind die Mittelstreckenstaffeln, das heißt für die Kinder 3x800 Meter und die Frauen und für die Erwachsenen dann 3x1000 Meter. Wir haben hier die Möglichkeit, durch diese Landwirtschaftsstraße Zufahrt zum Sportplatz, 500 Meter Länge, und da lassen sich die Strecken gut unterbringen. Welche Vereine sind denn jetzt heute erschienen? Ja, wir freuen uns, dass besonders aus Naumburg 8 Teams angetreten sind.
Von unseren beiden Vereinen, Blau-Weiß-Zorba, sind es 3 und es sind 5 Mannschaften aus Nelschütz und natürlich auch aus der näheren Umgebung, von der Grundschule Kranschütz, vom Agricola-Gymnasium Hohenmölsen und von Chemie Zeitz. Also da freuen wir uns, dass besonders im Kinder- und Jugendbereich der Zuspruch recht umfangreich ist. Hätte ein bisschen mehr von den Erwachsenen sein können. Ich meine, es geht nicht nur um einen Punkt in der Regionalrangliste. Wir haben es versucht und werden es auch im nächsten Jahr dann wieder durchführen. Gibt es denn hier in der Region bestimmte Vereine, wo das Laufen gerade besonders ausgeprägt ist? Die Vereine sind, das ist Theißen, Ehrenbock hatte ich schon genannt, aber auch Chemie Zeitz. Die Teilnehmer oder die Sieger kriegen eine Urkunde. Wer hat sie denn unterstützt bei der Veranstaltung heute? Ja, wie gesagt, erstmal der Verein Blau-Weiß-Zorbau. Dann haben wir sehr gute Kontakte und Unterstützung über die Stiftung Zukunft Zorbau, die uns da auch mithilft. Und dann haben wir unsere Sponsoren, die hier auch ein bisschen mit tätig sind. Aber es ist alles noch ausbaufähig. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Resonanz, mit der Teilnahme? Ja, es ist immer so, man wünscht sich immer mehr, aber wenn schon jetzt 17 Staffeln sind, das jetzt am Start sind, dann ist man eigentlich zufrieden für eine Erstveranstaltung. Und es ist in jedem Fall ausbaufähig und es gibt so viele Vereine in der Region, die in der Regionalrangliste laufen. Aber da gibt es eine große Mannschaftswertung, aber es wird immer um Punkte gelaufen. Und hier kriegt man keinen Punkt, hier ist man in Anführungsstrichen nur Kreismeister, obwohl der Burgenlandkreis recht groß ist. Vielleicht ist es doch ein Anreiz, dann fürs nächste Jahr doch mal mitzumachen. Vielleicht lassen wir uns auch was einfallen, wie das auch in die Punktwertung, die Mannschaftswertung für die Erwachsenen in der Regionalrangliste mit einbezogen werden kann. Wir haben den Versuch gestartet und sind in dem Sinne eigentlich zufrieden. Die Stimmung hier bei den Kindern und Jugendlichen ist okay. Und mal sehen, wie das nachher bei den Erwachsenen abläuft. Auch die Leichtathletikordnung sagt eigentlich, dass so eine Meisterschaften doch durchzuführen sind und auch mit den entsprechenden Stellenwert dann eingeordnet werden müssen. Und wir sind dabei, das auch auszubauen. Man macht die Veranstaltung das erste Mal und weiß eigentlich, na, wie klappt, was klappt nicht. Und es gibt immer Ecken und Kanten, aber das muss man halt als Ehrenamtler dann durchstehen. Und das sind ja keine Böswilligkeiten, die einem da manchmal daneben gehen. Aber man kann das ausbauen, man sammelt seine Erfahrung. Und wenn die Veranstaltung ankommt, bin ich eigentlich zuversichtlich. Wir machen sie jeden Fall wieder. Und die anderen Vereine können sich ja mal mit anhören, mit anschauen. Ich hoffe, dass das Regionalfernsehen damit zur Verbreitung beiträgt. Und wir dann entsprechend im nächsten Jahr mehr Resonanz haben können. Die nächsten Lauftermine der SG Nelschütz sind am Pfingstmontag, der 16. Mühlentaglauf und auch zum kommenden Zurbauer Festanger können die Laufschuhe mitgebracht werden. Das erste Aprilwochenende war ja schon mal ein schöner Auftakt für den wechselhaften Monat April. Obwohl es am Freitag ja in verschiedenen Gegenden noch zu Schneefällen kam, waren der Samstag und der Sonntag ja doch recht frühlingshaft. Wie es in den nächsten 3 Tagen aussieht, ob sich ja der April von seiner doch besten Seite zeigt, hier unsere Wettervorschau. Qualität, regionale Produkte und immer ein freundliches Wort. Das E-Center Naumburg präsentiert Ihnen das Wetter im Burgenlandkreis. Am Mittwoch ist es zunächst wolkig bis stark bewölkt, Niederschlag fällt aber kaum. Später lockert die Bewölkung zeitweise stärker auf und die Temperaturen steigen nur noch auf Werte um die 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. In der Nacht zum Donnerstag ist es gering bewölkt und meist trocken. Bei schwachem Wind aus Südwest sinken die Temperaturen auf Werte zwischen 9 und 6 Grad. Am Donnerstag ist es wolkig mit zeitweiligem Sonnenschein und von vereinzelt kurzen Schauern abgesehen überwiegend niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen bei schwachem bis mäßigem Südwestwind 12 bis 15 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es anfangs verbreitet aufgelockert bewölkt.
Später verdichten sich die Wolken von Südosten her, es bleibt aber trocken. Mit 6 bis 3 Grad wird es deutlich kühler als in den Nächten zuvor. Der Wind weht schwach aus Südwest. Am Freitag gibt es insgesamt mehr Wolken als Sonnenschein, aber Niederschlag fällt kaum. Mit Tageshöchstwerten um die 11 Grad hält sich die Temperatur doch sehr in Grenzen. Ob sich das Wochenendwetter weiter so kühl gestaltet, das sagen wir Ihnen in unserer aktuellen Sendung am Freitagabend. Egal wie das Wetter auch wird, wir sind immer für Sie da. Das E-Center Naumburg. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ja, die 30 Minuten, die waren doch wieder flugs vorbei. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zur nächsten aktuellen Sendung am Freitagabend hier bei Ihrem BLK Regional TV. Und wie Sie bestimmt schon wissen, haben wir weitere aktuelle Nachrichten aus dem Burgenlandkreis auch auf unserer Webseite. Und das jeden Tag neu. Schauen Sie doch ganz einfach mal bei www.blkregional.tv vorbei. Oder Sie schauen ins soziale Netzwerk bei Facebook. Auch dort haben wir ebenfalls immer wieder aktuelle Meldungen, die wir für Sie aufbereiten. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Bis zum Freitag.